Seit Monaten steht das Projekt Elbtower still. Nach mehreren Insolvenzen scheint es auf der Baustelle an den Elbbrücken auch nicht allzu schnell weiterzugehen. Wir haben uns bei den Hamburgerinnen und Hamburgern umgehört, was man vom kurzen Olaf hält. Da wurde viel versprochen und ich glaube, da wurde auch einiges gemunkelt. Und unterm Tisch sind irgendwelche Zusagen und Absagen geflossen. Sieht nicht gut aus, glaube ich. Da war eine große Korruption mit im Spiel. Es sollte weitergehen und vielleicht auch ein bisschen bezahlbarer Wohnraum für alle geschaffen werden und nicht nur für gewisse Eliten, die sich da ein schönes Leben machen können. Weil es wird ja eng überall hier auch. Ne? Für Deutschland, ne, insgesamt, dass Projekte angegangen werden, schlecht kalkuliert werden bzw. runtergerechnet werden, damit sie durchgehen. Und dann stehen wir da und hängen da wie Jesus am Karfreitag und kriegen die Sachen nicht durch. Falscher Ort, falsche Größe, alles falsch. Passt nicht zu Hamburg. Absolut nicht. Was soll man mit so einem Kram? Steht doch hier jede Menge leer. Olaf Scholz hat ja damals gesagt, nur wenn die Hamburger ihn wollen. Aber ich kenne keinen Hamburger, der ihn will. Irgendwie wird es schon weitergehen, denke ich. Ne? Und da wird irgendein anderer Investor sich finden, der das auch weiterbauen wird, denke ich. Ne? Und wenn es fertig ist, wird es wieder eine Bereicherung für Hamburg sein. Da bin ich mir sicher.